this forever, ever, or to never mind. Oh, I. Einen wunderschönen, seid gegrüßt zu einer neuen Version, zu einer neuen Folge des Frustvlogs. Und zwar befinden wir uns in der KW 17. Da, ich blende es mal schnell ein, also nicht in der KW 16. Das andere ist unwichtig. Ja, ich ziehe es extra rüber. KW 17, da sind wir. Im Hintergrund noch die Folge von letzter Woche, die sich ein bisschen mit Notre Dame beschäftigt hat, mit dem ganzen Feuer, was da gelaufen ist. Natürlich auch mit Ostern und so weiter und so fort. Und wir sind in der Woche nach Ostern. Vorm 1. Mai natürlich. Und ich hoffe, ihr seid gut durch Ostern gekommen. Habt ein paar schöne Tage verlebt. Ich schiebe das mal kurz hier hoch. Das brauchen wir später nochmal. Also eigentlich schiebe es hier hin, weil, wie gesagt, wir brauchen es später nochmal. Und wollte, wo ist mein Reiter? Da ist mein Reiter. Feedback. Darum geht es eigentlich. Links unten in der Ecke. Feedback ist heute die Geschichte. Denn ich wollte nochmal vielen Dank sagen für die Kommentare des letzten Videos. Es ist wirklich gut gegangen. Hätte ich so nicht gedacht. Es haben sich sehr viele gemeldet, die ich vorher so noch nicht kannte. Teilweise sind auch welche hängen geblieben, was ich total schön finde. Also Moby Life, Mr. Punk, WWE, alles gut. Ja, hier haben wir wieder so einen wunderbaren Kommentar. Zurücksubscriben habe ich leider nicht gemacht. I'm very sorry, Mr. Punk. Habe auch gar nicht die Zeit gefunden, da reinzuschauen. Aber nichtsdestotrotz, da holla, holla. Grüß dich. Das kleine Raubkätzchen war da. Auch ganz liebe Grüße an dich. Kevin, der einen wunderbaren Kommentar mit reingeschrieben hat, dem das auch ein bisschen nahegegangen ist mit Notre Dame. Let's Play Matze, also an dem Matze, liebe Grüße an Sir Evans. Habe die Ehre. Ganz liebe Grüße an dich, Sir Evans. Mr. Mike mit dabei. Gartenarche darf nicht fehlen. Ich komme später nochmal auf Gartenarche zu sprechen. Er darf nicht fehlen. Wunderbarer Mensch, wunderbarer Kanal. Kann ich nur unterstützen. Der liebe Andi, fast hat er die 200 geschafft, auch mit seinem Kommentar. Vielen Dank an dich, Andi. Der liebe Rabbi, endlich hat er die 50 Subs geschafft. Wir sind mega froh auf ihn, mega stolz auf ihn. Und mal gucken, dass dieser kleine Kanal mit so einem fantastischen Menschen dahinter weiter in Ruhe und homogen wachsen kann. Das macht er schon. Ja, und der Stubi, ganz liebe Grüße an dich, Stubi. An dich und deine Kreativität. Das soll es aber gewesen sein. Wie gesagt, danke dafür alle Kommentare, die ganzen kommentiert haben. Waren richtig tolle Ansätze dabei, die auch ich mir durch den Kopf gehen lassen habe. Und wo ich mir sage, das war nicht schlecht. Ich habe das Gefühl, meine Musik wird immer lauter. Wer sich wundert, was das für Musik ist, das ist hier nicht Fortnite im Hintergrund, sondern es ist von Days Gone, der Soundtrack, den ich gerade im Hintergrund laufen lassen habe. Und der gefällt mir wirklich. Ich finde den toll. Mein Laptop sagt sich gerade, ach nö, ich will hier gerade nicht. Deswegen leckt es hier gerade. Jetzt habe ich hier Vollbild. Fortnite. Fortnite ist ein gutes Stichwort. Und es gibt auch einen Grund, warum ich das gerade eingeblendet habe. Wie gesagt, das könnt ihr ein bisschen ignorieren. Ich möchte euch nicht zum Fortnite-Spielen zwingen. Ich will euch nicht davon belästigen. Ich mache mich jetzt auch nicht über Fortnite-Spieler lustig, im Gegenteil, sondern das sind Aufnahmen des vorletzten Fortnite-Streams, den ich selber gemacht habe. Und zwar habe ich diesen Stream am Donnerstag gemacht und waren Mira und Gizmo, die ja regelmäßig mit dabei sind. Und der liebe Rabbi war mit dabei. Und wie ja einige wissen, ist ja am Mittwoch der dritte Avengers-Film in die Kinos gekommen. Und das bringt mich zu meinem nächsten Thema. Und Fortnite hat aus diesem ganzen Projekt das wieder clever gemacht, ein super Crossover-Projekt gemacht. Da kann man sich nicht lumpen, da kann man sie nicht abstrafen. Da hat Epic Games echt ein schönes Feingefühl, um sich da zu sichern, diese Exklusivverträge zu sichern und da geile Aktionen draus zu machen. Und man hat einfach gemacht, man hat einen separaten Spielmodi gemacht in Fortnite. Ich kann das hier ruhig mal ein bisschen vorspulen, damit man mal sieht, diesen speziellen Modus. Wie gesagt, ich will euch hier, ich will keine Werbung für Fortnite machen oder ähnliches, aber ein bisschen darauf hinweisen, dass die so eine Art Crossover-Party gemacht haben, was ganz cool war, selber mal Iron Man zu sein, selber mal Thor zu sein oder Thanos, komische Leute. Aber darum soll es gar nicht gehen, sondern es geht darum, dass wir am Donnerstagabend Fortnite gespielt haben, natürlich auch mit diesem Spielmodus, der Endgame heißt, und währenddessen abends im Kino der letzte Avengers-Film kam und wir alle vier und auch viele, die mit im Chat waren, noch nicht diesen Film gesehen haben. Und damit fängt es an, dieses Thema, wo ich dann heute nicht mehr so freundlich bin, wo ich mal wieder wesentlich mehr frustriert bin und auch mal wieder diesen Titel des ganzen Konzeptes wieder mehr Einhalt gebiete, beziehungsweise wieder mehr gerechtfertige. Da bin ich echt pissig. Und zwar, wenn Leute in die Chats reinkommen, in die Live-Chats reinkommen und dann
anfangen zu spoilern. Ja, und das hatten wir leider am Donnerstagabend, hatten wir das sehr oft. So, jetzt ist mein Rechner abgeschmiert, das kann auch mal passieren. So, ich muss es mal hier kleiner machen. Das ist halt Technik, das ist live. Vollbildmodus beenden, Dankeschön. Ja, ist gerade abgeschmiert. Ich könnte hier auch einen sauberen Cut machen, aber eigentlich habe ich das vor, beim Frustvlog immer nicht zu machen. Deswegen müssen wir das jetzt so machen. Okay, so sollte es wieder gehen. Passt schon. Auf jeden Fall sind Leute in den Live-Chat reingekommen, die regelmäßig gespoilert haben, die Teile des Films gesagt, erzählt haben und alles nicht. Wir haben auch viele tolle neue Leute für die Community gefunden, die den Film teilweise schon gesehen haben, die aber unseren Wunsch, dass sie bitte nicht spoilern sollen, dass sie nichts verraten sollen, nachgekommen sind, was ich da ganz lieb von euch finde. Vielen Dank dafür, dass ihr das gemacht habt. Dass ihr nichts verraten habt und dass ihr da einfach auch unseren Ansatz verstanden habt, dass wir diesen Film auch unverblümt sehen wollen. Ja, wir sagen auch nicht, wie der neunte Teil von Star Wars ausgeht. Erstens, wir wissen es nicht. Zweitens, gehört sich es einfach nicht. Es hat auch was mit Respekt zu tun. Wie gesagt, da hatten wir einige im Chat, das hatten wir auch so überhaupt nicht erwartet, die einfach nur reingekommen sind, entweder hässlich Werbung gemacht haben, Links reinposten wollten und dank Fusi und Nightboard ist es einfach nicht möglich, da einfach mal Bots reinmachen. Das können nur die Moderatoren, können Links bei mir reinsetzen in die Chats, um dann dort zu sagen, so und so oder so und so nicht. Auf jeden Fall, das war Kacke. Ja, also für alle, die der Meinung waren, in die Chats reinzukommen, sagen, hey, ich bin live, kommt zu mir rüber, finde ich kacke, macht man nicht, ist ein bisschen unhöflich. Ja, es geht immer um Konkurrenz, es geht immer um Wettbewerb, aber irgendwo finde ich auch, es hat viel auch mit Respekt untereinander zu tun. Man kann dezente Werbung machen, man kann auch sagen, hey, cool, ich streame dann und dann, das mache ich auch, das mache ich vor allem sehr gerne, wenn ich andere Streamer und andere YouTuber einfach mag und ihre kreative Art, egal ob das Let's Player sind oder anderes, also selbst wenn Gartenarche, und da wollte ich sagen, ich komme wieder auf Gartenarche zurück, selbst wenn Gartenarche einen Livestream macht, wie er gerade einen Kirschbaum beim Wachsen zuschaut, dann finde ich das gut, dann würde ich dafür auch Werbung machen, einfach weil ich Gartenarche mag, weil ich ihm das natürlich auch gönne und auch sage, hey, vielleicht kann ich sogar noch was bei lernen, wie der Kirschbaum wächst. Ja, also wie gesagt, das fand ich mega kacke von den Leuten, deswegen haben auch Chris und Gartenarche und auch Stefan, an euch drei nochmal einen ganz großen Dank. Ihr habt das super gemacht an dem Abend, dass ihr die Leute rausgeblockt habt, dass ihr die Nachrichten dann gesperrt habt. Deswegen behaltet ihr auch erstmal die Adminrechte bzw. die Modrechte, weil ich finde, ihr habt es euch da auf jeden Fall verdient und wir kennen uns so lange schon, dass ich weiß, ihr werdet diese Macht in Anführungsstrichen nicht missbrauchen. Ja, das ist so diese Riesengeschichte. Mit einem wunderbaren Wort, wie die Jugend gerade dazu sagt, muss ich ganz ehrlich sagen, das war ehrenlos von euch. Ja, war es leider wirklich, weil das macht man nicht. Ja, also man kommt nicht in die Chats rein und verrät einem das Ende vom Buch oder das Ende von dem Film. Das ist einfach Kacke, das macht man nicht. Und da bin ich echt pissig gewesen. Auch der Rabbi ist da echt pissig gewesen, weil, wie gesagt, wir wollen diesen Film auch in Ruhe gucken und wir wollen nicht vorher schon wissen, was passiert. Ja, ob sich Hulk den Zeh bricht oder nicht, das wollen wir nicht wissen, sondern wir wollen es selber erleben. Und wir verraten euch auch nicht, was am Ende von Sandmännchen heute Abend kommt. Deswegen da, merkt euch bitte, da keine Spoiler raushauen. So, nächstes wichtiges Thema, auch das ganz wichtig. Und dafür kann ich hier eigentlich schon wieder umschalten und hoffe, dass das jetzt so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Denn es geht um das Thema PS4-Scam. Wer das in den letzten Tagen mitbekommen hat, das kann ich mal zumachen. Ich will das hier haben. Dann sind wir hier bei dem Thema. Ich will ein bisschen auch die anderen schützen, aber dann kann ich das ja eigentlich übernehmen. Das sind alles Künstlernamen, die ihr dort sehen könnt. Und zwar ist es, wenn ihr selber eine Konsole habt, eine PS4 habt, das ist vor allem an die PS4-Besitzer gerichtet. Es geht momentan ein wunderbarer Account rum, der ein bisschen Blödsinn macht. Und deswegen läuft das unter dem Titel Hashtag PS4Scam. Denn genauer gesagt ist dieser Kanal, ich hoffe, ihr seht meine Maus, dieser Kanal, dieser Account, dieses PS-Unterzeichen girl-288454, das ist irgendein Hacker-Account, der momentan an alle möglichen Leute Riesenverteiler hat und da Freundschaftsanfragen an alle möglichen Leute, an alle möglichen PS4-Accounts schickt. Unter anderem habe auch ich diese Freundschaftsanfrage in den letzten zwei Wochen zweimal bekommen. Bei der ersten Nachricht habe ich diese ganz geblockt. Also beziehungsweise habe ich sie einfach nur gelöscht und nicht angenommen und einfach gelöscht. Da habe ich die Nachricht aufs Handy bekommen, dass diejenige Person mit mir befreundet sein möchte. Und da mir diese ganze Zahlengeschichte schon recht suspekt war,
habe ich sie dann einfach nicht angenommen und habe die Freundschaftsanfrage rausgenommen. Und ihr seht sie schon vor 3 Stunden. Wie gesagt, die Nachricht ist am Donnerstag gekommen. Donnerstag oder Freitag ist sie gekommen. Nee, Freitag ist sie gekommen in meinem Days Gone Stream. Und ja, da dachte ich mir, alles klar. Was hat es damit auf sich? Vorab muss ich euch sagen, oder kann ich euch sagen, wenn ihr mir eine Freundschaftsanfrage schicken wollt, ihr dürft das jederzeit tun. Meistens in den Multiplayer-Games, so wie Apex, wie Fortnite, wie Conan, was weiß ich nicht alles, was wir alles noch zocken, steht meine PSN-ID immer unten in der Videobeschreibung. Ihr dürft mir da sehr gerne eine Freundschaftsanfrage schicken. Ich nehme die dann meist nach den Streams an oder dann am Ende der Woche nehme ich die an. Was ganz cool ist von euch, ist immer, wenn ihr auch in die Beschreibung reinschreibt, wer ihr überhaupt seid, wie ihr ungefähr auf YouTube seid, heißt so, dass ich das miteinander verbinden kann, weil ihr seht es hier, ihr habt andere Namen auf eurem PSN-Profil, als dass ihr bei euch bei YouTube benannt habt oder benannt habt. Das ist für mich auch irgendwann schwierig, das alles so zusammenzufädeln. Immerhin komme ich jetzt auch schon in dieses Alter, wo man auch mal was vergessen darf. Und ja, das passiert, wenn man ab 20 und dann geht es irgendwann abwärts, dann passiert das irgendwann auch mal. Von daher würde ich euch da bitten, Freundschaftsanfrage dürft ihr mir immer schreiben, wenn wir irgendwann mal gemeinsam zocken wollen. Und da in die Beschreibung kurz reinschreiben, wer ihr seid auf YouTube, so dass ich das miteinander verbinden kann. Und dann kommunizieren wir eh über Discord und den hauen wir in den Live-Chats immer raus, in den Chat rein. Und dann könnt ihr da jederzeit auf Discord kommen, könnt da mit uns euch verabreden, könnt mit uns sprechen. Also das ist, wir sind Menschen wie ihr und wir sind nichts Besonderes. Ja, wir machen uns gerne zu was Besonderem, zu was Chaotischem, aber von daher, jeder kann mit uns sprechen, jeder kann mit uns in Ruhe quatschen und auch mit uns zocken. Wichtig ist halt, dass man höflich bleibt, dass man immer noch Hallo, Bitte, Danke sagt und vor allem Respekt gegenüber hat. Ansonsten fliegt man von uns eurem Discord-Server auch wieder runter. So, jetzt geht's aber nochmal direkt um die PS-Girl. Warum habe ich die überhaupt so blockiert, so gemeldet und warum hebe ich das so vorab? Momentan geht es auf YouTube wieder raus, gibt es einige Warnungen, vor allem an die Jüngeren. Es gibt einige Haterwellen. Da liebe Grüße an dich, Kerstin, danke für die Info. Da haben wir auch auf dem Discord-Server eine kleine Warnung rausgelegt. Momentan gibt es wieder ganz viele, die in die Livestreams reingehen und an so Haterwellen machen. Deswegen seid vorsichtig mit dem, was ihr von eurem privaten Leben veräußert bzw. preisgebt. Seid da bitte vorsichtig. Schreibt nie eure vollständigen realen Namen, Geburtsdaten oder wo ihr wohnt rein. Macht es bitte nicht. Es gibt Leute, die nutzen diese Informationen, um euch zu schaden, um euch persönlich zu schaden, egal ob sie euch nur, keine Ahnung, eine auf die Nase geben wollen oder eure ganzen Konten, euer Sparbuch der letzten 10 Jahre plündern wollen. Es gibt genug Leute, die, ja, die, ich sag mal, Hashtag ehrenlos sind, um das aufzugreifen, bevor ich jetzt einen riesen Spalt draus mache. Und seid da bitte vorsichtig, das ist die eine Warnung. Und die zweite Warnung ist dieses PS4-Scam-Konto, dieses PSGirl 288454. Wenn ihr eine Einladung von ihr seht, nehmt diese Einladung bitte nicht an, denn ihr seht sehr schnell in der Videobeschreibung, ich hoffe, ich habe das hier ein bisschen drin, ich habe das, wie gesagt, live gemacht, im Days Gone-Stream, dass dieser Account nicht ganz ohne ist und ich hoffe, ich kann jetzt mal hier das wieder wegnehmen. Komm, ich möchte das hier mal kurz wieder wegnehmen, das nehmen wir hier runter, damit ihr auch mal die Videobeschreibung sehen könnt. Denn sie hatte geschrieben, hi, I like you, I have a special surprise und so weiter und so fort. Das Ganze ist im Grunde auf Neugierde gemacht, dass man, dass ich das Ganze eröffnen soll und die Freundschaftsanfrage annehmen, da passiert erstmal gar nichts. Ja, also da passiert grundsätzlich gar nichts mehr, aber in dieser Beschreibung, in dieser Videonachricht ist ein Link drinne, wo ihr drauf gehen sollt und dann werdet ihr zu einer, ja, zu einer Dating-Seite geführt. Was keine Dating-Seite ist, wer dieses Thema Phishing kennt, der kennt sich mit diesem ganzen Bereich schon aus. Und wenn ihr auf diesen Link geht, sozusagen, erfährt diese Seite die IP von eurer PS4. Und kann dadurch ein trojanisches Pferd auf eure PS4 einschleusen und dieses trojanische Pferd kann eure persönlichen Daten auf der PS4 auslesen. Das heißt, egal was ihr auf der PS4 macht, eure ganzen Games, weiß ihr, wie oft ihr spielt und mit welchem System ihr eure Spiele bezahlt oder bezahlen lasst. Ob ihr das mit Guthaben macht oder ob ihr da wirklich Kreditkarten habt oder ähnliches, das können die alles auslesen und da seid bitte vorsichtig. Also wenn ihr solche Accounts haben, solche Einladungen, Freundschaftsanfragen habt,
dann lasst die Finger davon. Ihr könnt die immer blockieren, diese Möglichkeit ist immer. Ihr müsst das nicht so machen, wie ich das hier gerade gemacht habe. Ich habe es gerade gemeldet wegen einer Belästigung und weil es einfach Scam ist und habe das Ganze an Sony gemeldet. Sony hat sich dann eine halbe Stunde später gemeldet, dass sie die Nachricht bekommen haben, dass sie dem Ganzen auf die Sprünge gehen. Und abends, das habe ich dann nicht gesehen, das habe ich erst Samstag gesehen, habe ich von Sony nochmal eine Nachricht bekommen. Die habe ich jetzt hier nicht mehr drin, dass man diese Nachricht gelesen hat und dass man diese Videobeschreibung und den Account sich angeguckt hat. Und dieser Account ist halt ein Bot, es ist irgendein Hacker, ein Account von vielen. Und dass dieser Account sozusagen gegen den Verhaltenskodex von Sony verstoßen hat. Inwieweit das, wie groß gefächert das ist, das kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall hat Sony dann darauf reagiert und hat gesagt, okay, diesen werden wir weiter kontrollieren und schauen, was ist. Wie gesagt, ihr habt immer die Möglichkeit, eine Freundschaftsanfrage abzulehnen. Ja, vor allem solche, wo so mysteriös beschrieben wird und man hat eine Überraschung für euch. Glaubt den Scheiß bitte gar nicht. Also da wird euch wird keiner 10 Euro oder 50 Euro schenken oder euch sofort heiraten wollen. Macht's auf konventionelle Art und Weise, lernt in Ruhe Jungs und Mädels kennen und dann entscheidet es in Ruhe. Aber nicht so, das funktioniert nicht. Schützt euch da ein bisschen selber und wie gesagt, umso mehr Leute so etwas melden, umso mehr wird sowas blockiert. Ihr selber habt immer die Möglichkeit, solche einzelnen Leute oder solche Accounts zu blockieren und dann werdet ihr in Zukunft nicht mehr davon belästigt. Wie gesagt, Fazit bei mir, seid vorsichtig, weil also das ist das, was am Ende heute des Tages dieser Folge, auch wenn sie wieder chaotisch war, ihr wisst, wie ich bin. Ja, im Hintergrund hier bei Days Gone, ja. Ach Mensch. Also das Wichtigste ist, seid vorsichtig mit dem, was ihr im Internet preisgibt, vor allem auf YouTube in den Livestreams oder auf Twitch in den Livestreams, in den Chats reinschreibt. Manchmal schreibt man ganz schnell, wie alt ihr seid, wann ihr geboren seid, euren kompletten Familiennamen, wo ihr wohnt. Es gibt genug Menschen, die der Meinung sind, dass sie damit, dass sie euch schädigen müssen und mit solchen Informationen schon alleine können sie euch schädigen und können euch wirklich schwer schädigen. So, was mache ich hier eigentlich? Ach, hier habe ich jetzt Freundschaftsanfragen genommen. Alles gut, die kann man auch mal annehmen. So sieht es bei mir aus, wenn ich hier Freundschaftsanfragen annehme, aber das kann man ja mal laufen lassen. Ja, gehen wir hier nochmal ein bisschen zurück. Alles ist gut. Wie gesagt, das ist eine Videoaufzeichnung, ist vom Freitag. Sehr schönes Spiel übrigens, mache ich gleich nochmal ein bisschen Werbung, wen das interessiert. Und zum Zweiten, wenn ihr Freundschaftsanfragen bekommt, egal auf der PS4, auf der Xbox, auf der Nintendo Switch oder über PC, was weiß ich, welche Gaming-Plattformen es da noch alles gibt. Und die sehen von Anfang an komisch aus und ihr könnt sie nicht zuordnen. Bevor ihr sie euch gezwungen fühlt, sie anzunehmen, lehnt sie bitte ab. Ihr schadet damit erstmal keinem. Wenn dahinter wirklich eine reale Person ist, die sich dann auf den Schlips gedreht wird, die wird sich nochmal anders bei euch melden und wird auch sagen, sag mal, warum hast du meine Freundschaftsanfrage nicht angenommen? Und dann kann man immer noch sagen, hey, ich war mir unsicher, dass ich dachte, es hätte auch ein Scam-Account sein können. Das könnt ihr immer als Ausrede machen, könnt ihr auf mich verweisen, könnt ihr sagen, hier Rolli, du Arsch, du hast gesagt, ich soll die Freundschaftsanfrage annehmen, derweil war das die von meinem Bruder vielleicht. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Also deswegen seid da bitte vorsichtig mit euren Daten, es geht um eure Kohle, es geht um eure Konsolen und es wäre ärgerlich, wenn irgendwer Böses da draußen so leicht Zugang bekommt. Man muss es den Leuten auch ein bisschen schwerer machen. So, an der Stelle mache ich noch kurz ein bisschen Werbung für Days Gone, dann mache ich hier Feierabend. Ich hoffe, die Musik hat euch ein bisschen gefallen, auch wenn sie gerade aus ist. Ist auch mal schön. Aber wie gesagt, ihr habt ja meine Stimme gehört. Von daher sage ich, Days Gone, cooler Titel. Heute Abend läuft das Ganze bei Casey, der guckt sich das zum ersten Mal an. Also spielt das heute zum allerersten Mal Days Gone. Ich glaube, ab 19:30 geht's los. Ansonsten Benham zockt das Ganze momentan Days Gone. Ich zock das Days Gone. Und auch der liebe Gizmo von Part-Time Insane zockt Days Gone. Alle vier mit unterschiedlichen Spielstilen. Also von daher lohnt es sich sogar, mal hineinzuschauen. Ja, also Gizmo ist zum Beispiel so der Chuck Norris unter den Days Gone-Spielern. Einfach nur drauf und gucken, was passiert. Ich bin so dieser Stealth-mäßig, so chaotisch, wie ich nur bin. Ben ist so mehr professionell und mal gucken, wie es heute Abend Casey macht. Ich bin an der Stelle, wie gesagt, raus und vielleicht sieht man sich in den einen Chats, vielleicht auch mal bei mir wieder im Chat. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, liebe Grüße. Genießt eure Woche. Denkt dran, wir haben den 1. Mai-Tag. Wir haben auch hier Tanz in den Mai, Walpurgisnacht und deswegen genießt diesen Feiertag. Denkt auch dran, was überhaupt ideologisch dahinter steht.